Möglichkeit, Sie haben ja die Karte der Bildung für nachhaltige Entwicklung langjährig unterstützt, dass Sie vielleicht mal hier ein Beispiel sehen, was daraus gemacht wird, wie man die verschiedenen Faktoren umsetzen kann. Und das Besondere bei uns ist ja, wir gehen vom Kindergarten bis zur Seniorenarbeit. Wir arbeiten mit der Wirtschaft zusammen, mit der Forschung, mit der Universität. Und ich denke, diese vielen Facetten sind vielleicht auch dann Anreiz, dass wir vielleicht darüber nachdenken, wie wir gemeinschaftlich die Bildung für nachhaltige Entwicklung in Deutschland noch mehr voranbringen. Weil wir haben das zarte Pflänzchen jetzt 10 Jahre gegossen. Jetzt müssen wir gucken, dass es auch tatsächlich wächst. Ja, wir haben ja auch einiges vor mit der Plattform, was Sie ja wissen. Ne? Und sind ja in diesen Prozess mit eingebunden. Sehr, sehr gerne. Ja, wir haben gedacht, das Grundopropen ist so riesig, dass wir jetzt so viele Sachen haben. Also die 5 Stunden waren jetzt nicht untertrieben, aber wir werden es auf ein normales Maß bringen. Wir haben gedacht, wir zeigen erstmal die Energiestadt, weil das ist eine ganz neue Art, wie man ein Kinder- und Jugendmuseum im Sinne der Bildung von nachhaltiger Entwicklung betreiben kann. Danach würden wir ganz gerne mit Ihnen kurz über die Dekade sprechen, über die Chancen, die wir noch so sehen. Vielleicht gibt es ja neue Ansatzpunkte noch. Und danach würden wir Ihnen ganz klein bisschen Natur da draußen zeigen, das Gelände zeigen. Und danach haben wir noch ein klein bisschen Zeit zum Diskutieren. Und danach sind Sie ja schon wieder weg. Ja. Ist die kurze Zeit schon wieder vorbei. Ja, 1,5 Stunden ist ganz gut für Sie. Ja, genau. Also, guter Überblick. Obwohl, wenn Sie mit der Kreis reden wollen, hier vielleicht rein, wenn der Ministerin zu sein. Nein, wir haben ja hier schon 2 Begrüßungsreden gehört hier von der Frau Landtagsabgeordneten Lux und von dem Herrn Dr. Kochanek. Nein, ich freue mich sehr, dass Sie hier unser Interesse für Leverkusen gezeigt haben und eben für das Naturgut. Das Naturgut ist mehrfach, vielfach, das wissen Sie auch, ausgezeichnet worden. Ja, alles und ist für uns, ich will deswegen auch nicht in die Details gehen. Und wir freuen uns natürlich, dass wir einen solchen außerschulischen Lehrort hier in Leverkusen haben und für Ihr Interesse natürlich, sich das einmal hier vor Ort anzuschauen. Ja, er hat dafür geworben, Herr Lofak. Ja, Sie haben dafür geworben. Ja, deswegen. Ja, herzlichen Dank. Gott sei Dank erfolgreich. Ja. Und ich glaube, wir sollten auch nicht zu viel Vorreden machen, sondern direkt in Medias Res gehen. Aber ich denke, eine der Fragen war ja dann für uns, wie kann man Bildung für nachhaltige Entwicklung nicht nur auf dem Gelände machen, damit haben wir angefangen, sondern auch im Museum. Und damals, so in den 90er Jahren, kamen die Hands-on-Museen auf. Damals war die Expo in Hannover, wir wurden dezentrales Expo-Projekt. Und im Rahmen der Phase haben wir das Ganze hier ausgebaut, dieses wunderbare Museum hier eingebaut. Und seitdem ist auch Frau Pfeiffer-Vornert hier, die leitet jetzt das Kinder- und Jugendmuseum. Und sie wird Sie ein klein wenig einführen in unsere Gedankenwelt, warum das denn so ein bisschen anders läuft wie in anderen Museen hier. Ja, wir machen jetzt wirklich so einen kurzen Schnelldurchlauf, der auch mit so einer großen Gruppe immer ein bisschen schwierig ist. Wir befinden uns hier an einem Kinder- und Jugendmuseum, das ist 1200 Quadratmeter groß. Es werden 3 Themenbereiche präsentiert. Zum einen das Energiesparen, das war auch ja im Jahr 2000 damals unser Startausstellungsteil, den wir im Rahmen der Expo eröffnet hatten. 2002 folgte dann das Obergeschoss mit dem Thema Mensch, Natur, Technik in der Stadt, also Stadtökologie. Und im Jahr 2013 waren große Umbaumaßnahmen und da konnten wir dann unsere Ausstellung zum Thema Klimawandel eröffnen, die da heißt Energiestadt unterwegs, die Suche nach dem Klimaglück. Das ist unsere neueste und natürlich zurzeit auch immer noch unser allerliebstes Kind. Da werden wir dann auch mit Ihnen ein bisschen länger drin verweilen als jetzt im Untergeschoss. Was findet hier statt? Hier findet alltäglich in der Schulzeit Bildungsarbeit statt mit Kindern und Jugendlichen, auch mit Kindergartenkindern. Die kommen im Vormittagsbereich meistens 2 Stunden. Im Nachmittags kommen Ganztagsschulen oder eben auch Kita-Gruppen, die nachmittags unterwegs sind. Kindergeburtstage, wo eben Eltern mit ihren Kindern Bildung und Spaß erleben wollen, sind hier auch ein ganz großer Faktor, der hier am Nachmittag ist. Und in den Ferien natürlich die Ferienwochen. Ja, das haben jetzt die Truppen. Genau, das ist gerade die. Genau, das sind gerade die 3 Fragezeichenwochen. Wir versuchen also immer moderne, aktuelle Themen mit den Kindern dann immer mit unseren Inhalten zu verweben, dass wir, ohne dass sie es merken, ganz viel vom Klimaschutz oder andere Themen der Natur- und Umweltbildung eben mitkriegen. Aber immer das Gefühl haben, wir haben eigentlich nur Spaß. Ne? Ja, wir starten mit einer Sinneshöhle, die eigentlich schon Einblick gibt in die Weise, wie wir arbeiten. Wir arbeiten grundsätzlich mit allen Sinnen, man kann alles anfassen. Es gibt nicht sehr viel zu lesen, sondern es gibt sehr viel zu tun. Und wir gehen jetzt hier aber wirklich nur kurz durch und gehen dann zu unserer Kernstation von der sogenannten Energiestation, wo man erfahren kann, wie aufwendig Energieerzeugung ist. Das berühmte Klimatasse. Klimatasse jeder jeden Tag. Das Was ist dann der Klimaschutz bei der Tasse? Die Wirkung auf Sie. Die Erinnerung. Die Erinnerung an den schönen Tag. Ich wollte gerade sagen, also.
trinke nichts anderes deswegen. Und dann nur noch Wasser. Das mache ich sowieso. Also da bin ich jetzt vorbildlich an der Stelle. Ja, das bin ich. Wir sind gern bereit mitzumachen. Ja. Ich bin da voll dabei. Staffelkolonie reicht nicht. Ich komme aus der Staffelkolonie. Ich habe in Bayerwerk über Topfwald gefunden. Deswegen kenne ich also auch Kombination, Industrie und Anthologie. Ich mache jetzt mit dem Brandenburger Hafen, haben wir jetzt meine Stadt lernen. Was kann man alles in der Stadt lernen? Da ist ja auch nicht die Frage, wie belastet ist das? Und da machen wir das mit den Leuten, die wir haben. Das ist das Wort. Okay, ich bin weg.